Hallo und herzlich willkommen zu einer Aufnahme von Minecraft. Mein Kollege Wenig ist wieder am Start und wir haben hier gerade ein schönes Pferdebild. Und der fängt auch gleich schon an, mich zu verprügeln, was sehr toll ist. So, ja, wir haben uns angefangen, nein, wir haben beschlossen, dass wir heute eine tolle Aufnahme von Minecraft machen. Ja, nachdem wir schon einmal eine Woche gezockt haben. Ja, wir hatten auch schon eine Aufnahme gemacht und uns ist dann aber leider aufgefallen, dass die Generation der Welt bzw. der Biome einfach nur Käse ist. Ist voll extrem. Also wir waren. Ozean, also vom Prinzip Ozean. Ja, es ist. Normalerweise wäre es ein Ozeanbiom gewesen, so von der reinen Optik her, aber es war ein Woodland. Ja, genau, es war ein Woodland-Biom und das war irgendwie mega fail. Somit haben wir jetzt gesagt, okay, wir fangen nochmal ganz von vorne an, nehmen dafür aber auch raus gleich Biome to Plenty und die andere Mod habe ich jetzt leider vergessen, wie die hieß. Endernet und Blood Magic. Zum einen wissen wir bei Endernet und Blood Magic wissen wir eh nicht, wofür die genau sind, also haben wir noch nie benutzt. Genau. Und ja, und Biome to Plenty fügt zwar relativ coole Sachen hinzu, ohne Frage, aber ja, Ja, die. irgendwo war es dann doch nervig Ja, und ja. vor allen Dingen, man musste, wenn man irgendwas Bestimmtes haben wollte, ewig lange suchen danach. Und somit haben wir gesagt, spielen wir halt mit den Standardbiomen von Minecraft. Und das sollte eigentlich auch reichen. Ich habe ein paar Kürbis gefunden. Ach, guck mal, hier sind diese Tam-Tam-Dinger. Die nehme ich gleich mal mit. Und da ist noch einer, den nehme ich auch gleich mit. Ja, ich habe auch schon einen in der Tasche und vier Blue Orchids. Okay, das ist super. Wir haben uns jetzt auch einen brandneuen Server geholt. Ja, vor allen Dingen haben wir uns einen eigenen Server geholt und müssen nicht immer bei anderen Leuten auf dem Server spielen. Das kannst du so ja nicht sagen. Ja, mehr oder weniger halt. Ich habe eine Wir Höhle zahlen gefunden. jetzt selber dafür. Ja, genau. Und Nicht. nisten uns nicht mal ein. Genau, wir sind nicht mehr auf andere angewiesen. Wir können jetzt eigenständig. Müssen wir noch einen Monat gucken, testen, ob das auch was taugt, aber ja, Ja, gucken, wo genau. das hängt. Ich muss, oh ja, ich muss Stimmt, ganz jetzt habe ich kurz. vergessen, was ich noch nachgucken wollte in den Konflikt, aber egal. Ich muss noch ganz kurz Guck was mal, machen. hier ist ein Purple Kristall. Nehmen wir mit. Halt, das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Und ein Pink. So, ich habe gerade hier Damit mal die wieder kostenlose EP-Farm. Purple. Tatsache. Ja, wir haben hier rausgefunden. Alter, ist ja voll viel Tank. Wir haben hier rausgefunden. Ich zeige euch das mal. Hier sind so Purple-Kristalle. Und die geben EP, wie man sieht. Ich stehe hier einfach nur dran herum und ich krieg EP. Gut, die müssen wir uns mal merken, würde ich sagen. Level GZ, ich bin auch schon Level up. up! Ja, du machst dann den Wegpunkt dazu. Oh, ich habe vergessen, leider die Map zu aktivieren. Ja, tut mir leid. Guck mal, hier ist eine Wake Bloom. Oh, da ist Taint. Ja, das habe ich dir schon mal gesagt. Das ist nicht so toll. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, ob die Dingens Ob das, sich verbreitet. Ich glaube okay. nicht, warte, ich schau mal eben nach. Ich Ja, habe du. ja leider Zeit. Ja, mein Kollege nimmt ja nicht auf, oder? Ja, ich muss So. meinen Laptop mal auspusten und kommt jetzt die Tage endlich mal ein Dingens, ein Notebook-Kühler. Nach Wenn der Jahren. denn da ist, soll. Ja, genau. Ah ja, leider. Auf jeden Fall, wenn der da ist, sollte das gehen, hoffe ich. Ja, das hoffen wir Ansonsten kriege ich alle. einen Anfall. Was ist Vor allem das verstehe hier? ich es nicht. Weiß Ich habe das hier ich mal nicht. mitgenommen. Boah, ich nehme hier einfach alles mit, was ich hier finden kann. Weil, wie immer, wir brauchen einfach alles. Oh, Weil. wo sind die scheiß Config-Fässer, Oh, was ist da unten? Pink. Ah, ein pinker Kristall ist hier. Und hier ist Sand. Okay. Conquest. Bla 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 bla. Kann man die irgendwie essen? Nee, kann man nicht. Oder kann man. Biome Taint Chance. Biome Taint Spread 0. Also bleibt das so. Ja.
Und dann wird sich nicht ausbreiten. Dann ist super, dann ist das egal. Ich finde das, also ich finde das, ich muss sagen, ich fand das schon früher ganz cool mit dem Taint. Nur das Problem ist, das hat sich irgendwann so schnell ausgebreitet, dass man da nicht mehr so schnell gegenkam. Ja, wenn man nur Soundcraft spielt, dann ist das ja gar kein Thema. Ja, Weil ja, dann hat man, oh, wenn man nur sehr begrenzte Magie, nur mit Magie-Mods, sag ich mal, spielt, dann ist das kein Thema, weil man dann genug Zeit hat und dann sowieso Soundcraft macht. Aber der Punkt ist, wir machen nicht hauptsächlich Soundcraft, wir haben viele andere Mods. Sehr viele, um genau zu sein. Und es ist einfach. Wenn man das bemerkt, dann muss man da, wenn sich das dadurch weiter ausbreitet, dann muss man halt direkt was gegen tun. Dazu ja. kommen wir aber Da nicht. wollte ich gerade sagen, da kommt man aber leider gar nicht zu. Wir müssen unbedingt die Kühe da schlachten, du musst helfen. Okay. Da Ja, ist aber ein sonst werde ich Creeper. sterben. Das ist mir vollkommen wumper. Ich muss was zu essen haben. Ja. Von Zombies. Ja, die haben wir auch wirklich auf Karte stehen. Ich merke das schon. Die holen die auch von uns zum Teil, ne? Wir laufen die Schaufeln mit Schaufeln auf ohne Ende. Ich bin hier gerade fleißig am Fleißig. Ich bin das Problem hier. Ich bin der Obergeskillte. Boah, bitte, wenn man das schon gesehen hat, wo Bälle spielt, da sieht man meine Skills. Und hier zeige ich sie nochmal. Wow, ich glaube, hier ist noch einer. Ich auch. So viel dazu. Fängt ja gut an. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung ich laufen muss, noch nicht. Laufe dem grünen Mann hinterher. Ja, das mache ich jetzt gerade auch. Weiche der Spinne aus. Die hier verfolgt. Das Problem ist, die Spinne ist schneller als du. Ja, kann ich nicht ändern. Guck mal, da ist ein Loch im Boden. Ja. Toll. Da ist noch ein Loch im Boden. Ich bin schneller als die Spinne, aber. Wieder! Schieb ja, da an die Wand. Du läufst die Spinne gerade auch ganz gut weg. Das passt gerade. Ja, ist ja wieder Anfang noch und. Falls. Ja, der andere sind super schrecklich. Falls einige von uns, falls einige von euch uns noch kennen aus anderen Folgen von Minecraft. Der Anfang ist immer bei uns so, das erste, was wir machen, sterben. Und das in 100.000-facher Ausführung. Ja, vor allen Dingen auf verschiedenste Variationen. Von kleinen Zombies bis hin zu Spinnen, Skeletten. Bis hin zu Selbstmord. Ja. Guck mal, da läuft ein Zombie mit Kürbis auf dem Kopf. Ja, das ist mein Kürbis. Oh, ich hab Fleisch gefunden. So. Also ich hab ein bisschen was einsammeln können. Ja. Oh, ich hab den Zombie mit einem Schlag tot gemacht. War das wahrscheinlich einer von denen. Ja, der hatte schon nicht mehr so viel Leben. Ja, ich hab auch irgendwas eingesammelt. So, ich bin auf dem Weg. Und ja, wo hast du denn überlegt, uns über Haus, wo wir anfangen? Keine Ahnung, in einem anderen Biom wie diesem hier. Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht wo. Yay, ich bin sie losgeworden. Ja, ich hab sie wahrscheinlich immer noch an der Backe. Aber wir werden sie jetzt los, indem wir einfach. Boah, beinahe wäre ich runtergefallen. Einfach ausprobieren jetzt, indem sie einfach längere Wege laufen als wir. Ja, also das allererste, was wir machen müssen, ist definitiv Nahrung. Ja, auf jeden Fall. Nahrung und. Da hab ich schon die ganze Zeit gefragt, warum sterben wir eigentlich gar nicht? Ich hab da immer so einfach gedacht, ja, wir haben einfach immer rechtzeitig gefuttert, aber könnte ich mir gar nicht vorstellen, nur ehrlich zu sein. Schlagen. Bitte dann. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Meine Fresse. Das war nicht der Start.
fängt ja gut an. Wieso hast du den jetzt da rumgebuddelt? Weil ich mich eingraben wollte. Ja, ich bin da lang gelaufen, auf einmal war ich weg. Weil ich in so einem Loch drinne. Ja, aber das ist ja nichts Neues hier. Kennt man ja alles schon. Ja, also Planeswire ist ja cool, aber es ist ausgerechnet in einem Planeswire dann wohl eigentlich eine schlechte Ausrede, weil jetzt die großen Bäume sind, aber ja. Ja, das, die großen Bäume sind zwar toll, aber ich muss jetzt mal abbauen können. Ja, es reicht, um eine Startbehausung zu machen. Ja, prinzipiell schon. Aber ich würde in so einen Forest lieber eher gehen. Ja. Das wäre schon viel cooler, weil da ein paar mehr Bäume sind. Vor allem wegen Gummibäume und so das ganze Zeug. Ja, ich habe ja vom Start geredet. Ja, ja, der kleine Zombie hatte gerade eine Schaufel gemacht. Nur gesehen. Aber immer so ein Diamant zum Spitzhacken Zombie kommen und die haben direkt getroffen. Ja, das wäre natürlich super. Mit Rüstung am besten gleich noch, ne? Ja. So ein Komplettpaket, dann doppelt gefällig. Und dann einmal schlagen und der fällt um, ne? Genau. Der Herr hat immer extra Wunsch. Nee, extra Wunsch wäre eine voll ausgestattete Phantom-Rüstung mit einem MF. SU in der Tasche. Okay, ja. In der Hand. Das stimmt auch wieder. Wo ist denn dein Loch? Lauf hin. Ist das nicht? Kann das sein, was soll ich sagen? Also muss man dazu sagen, in unserer Folgenwelt haben wir das gar nicht gefunden. Komischerweise. Ja, ich bin wirklich einen Tag lang rumgelaufen und ja, hab da gesucht. Mist. Vorsicht, Küper! Ja, voll. Ja. Dungeons. Alles gut. So. Ich bin ein bisschen zurück. So, weiter geht's. Irgendwo hier vorne muss das sein. Warte mal. Das muss ja gleich tags werden. Da ist immer noch Zombies. Du darfst nicht so lange stehen bleiben. Du musst irgendwo da vorne gewesen sein. Du musst bitter. Ja, wahrscheinlich auch gerade. Ja, auf zu. Also auch die Flüssigkeit ist nicht gut. Ja, mich so. Aber da. Ja, super. Da ist er doch. Tot. Scheiße. Tot. Ja. Ich glaube, wir warten einfach mal hier. Ich will meine Sachen haben, die wir gefunden haben. Sind jetzt schon despawn? Ah, vielleicht nicht. Doch, da ich gebe die Hoffnung. Bist du da, bist auf jeden Fall jetzt. Das ist aber sowieso ein Wald. Also kann, ob ich jetzt rumstehe oder ja, mich nochmal zu Tode laufe da hinten. Wir haben eh kein Death Score. Also. Ja, das stimmt. Aber. Salz, next day. Das ist Clay gewesen, Salz sieht ein bisschen anders aus. Das da ist Salz, ich war doch zufrieden. Ja. Bei mir sieht das auch ein bisschen anders aus. Ich habe das Textur Pack drin, 1. Ich hab dasselbe. Ach, mein Kollege hat das auch. Das ist dein Brett wieder gestrahlt. Das ist schon ewig drin, das hat früh nach ein paar Sachen immer so ewig, weil ich das ja eigentlich nicht erkennen. Ja gut, ich habe ja nicht gewusst, dass du es noch drin hast. Ich hab's auf jeden Fall auch noch drin wieder. Und ich bin mit dem Textbook-Pack sehr zufrieden, aber ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf gerade, was hieß. Zortex, Zortfan oder sowas, Zortfan ja, oder so. Irgendwie so hieß das, ja, ja. Auf jeden Fall ist es ja, sehr cool. Die Sache mit dem Pack ist, ist cool. Ach, ein paar Sachen weiß ich nicht, vor allem so ganz. Ja, es ist. Aber es kann ja nicht immer alles perfekt sein. Genau, genau. Es sind ein paar Sachen dabei, die mir auch sehr gut gefallen, aber. Aber sagen, trotzdem alles andere sieht schon gut aus. Und vor allen Dingen ist es nicht halt dieses eintönige Standard eingemacht, ja. Also, ja. Diese verpixelten Blöcke sind schon ein bisschen nervig, aber. Mir wird einfach nur eine Standardversion.